Altstadt Zürich. Die Aushöhlung geht weiter, trotz Wohnerhaltungsgesetz. Sind die Mieter schutzlos? Die Stadt Zürich untersteht dem kantonalen Wohnerhaltungsgesetz, das preisgünstige Familienwohnungen erhalten sollte. Aber in der Altstadt wird weiter ausgehöhlt. Aus Familienwohnungen werden teure Luxus-Zweitwohnungen. Du bist ja ca. 30 Jahre jetzt als Kunstschmied da rein. Und habe mein Einkommen damit gut gehabt, recht gehabt. Man hätte immer arbeiten müssen, aber... Und jetzt, wo die Ankündigung gekommen ist... Ja, voraussichtlich muss jetzt alles also auf den Herbst raus. Nicht? Läuft also die Frist ab, was wir gegeben haben. Nach dem neuen Besitzer könnte ich bleiben, aber mit dem Zeiss, was es da gibt, ist unmöglich. Nicht? Das kann ein gewöhnlicher Handwerker nicht mehr zahlen. Nur der Laden alleine 4'000 Franken und die Werkstatt noch mal 1'000 Franken. Das bringt also ein Handwerker mit dem Ding nicht mehr raus. Der Kunstschmied Zürer, der das sagt, muss voraussichtlich seine Werkstatt nächstens aufgeben. Man hat vor, das Haus auszuhöhlen. Nur noch die Fassade soll stehen bleiben. Dahinter kommt ein Neubau mit Luxuswohnungen. Man muss dann etwa mit einem 8- bis 10-mal höheren Zins rechnen als heute. Das Haus hier an der Peterhofstadt ist kein Einzelfall. Überall in der Altstadt ist gleich im Gang. Hier ein paar Beispiele. Von daher, gerade die nächste Straße um die Ecke, steht das neue Gelhaus. Da kostet eine anderthalb Zimmerwohnung rund 1500 Franken im Monat. Viele von diesen teuren Wohnungen, die es in der Altstadt immer mehr gegeben hat, werden von ihren Besitzern nicht das ganze Jahr bewohnt. Man findet es schick, nur eine Zweitwohnung in diesem Quartier zu haben, um hin und wieder ein bisschen Altstadtatmosphäre zu geniessen. Auch im Meerwunder, das ist das kleine, gelbe Haus in der Mitte, muss man pro Zimmer gut 1'000 Franken im Monat rechnen. Ein anderes Beispiel, ein bisschen weiter oben an der Würi, ist das Grünhaus. Auch da gibt es horrendteure Luxuswohnungen. In der Altstadt an der Kruggasse luxuriöse Zweizimmer-Eigentumswohnungen zu verkaufen. Jeglicher Komfort in gediegenem Altstadthaus. Preise ab 450'000 Franken. Die Inserate sollen ein bisschen Business zeigen. Warum gibt es immer mehr Luxuswohnungen in der Altstadt und wie wirkt sich das aufs Leben in dem Quartier aus? Wir haben darüber mit einem Vorstandsmitglied vom Einwohnerverein Links der Limmat, mit dem Peter Dutzig, geredet. Geschäftswelt und City übt einen starken Druck auf die Altstadt aus, weil so hohe Mieten für Geschäfte und Büro gezahlt werden, die ein normaler Bürger fürs Wohnen nicht mehr auslegen kann. Das führt zu einer masslosen Steigerung der Bodenpreise. Die alten Hausbesitzer wollen nur das Maximum aus ihren Liegenschaften herausholen und es ist ihnen gleich, was nachher damit passiert. Nur noch grosse Immobilienfirmen können es sich erlauben, hier Häuser zu kaufen. Rücksichtslos werden Häuser ausgehöhlt, auch wenn man sie mit einfacheren Mitteln renovieren könnte. Viele von diesen Luxuswohnungen sind Monate oder Jahre lang nicht bewohnt. Man weiss gar nichts von diesen Leuten, man kennt sie nicht. Immer mehr solche Wohnungen sind entstanden und das Quartierleben stirbt langsam ab. Man sieht das gut, wenn man am Abend vom Limmatgehege zu den Würi überschaut. In den normal renovierten Häusern brennen Lichter, weil dort auch Leute wohnen. In denen, wo es Luxuswohnungen hat, bleiben die Fenster aber meistens dunkel. Soll das Haus an der Peterhofstadt 9 auch so luxuriös umgebaut werden? Ein Bankdirektor, der eine Wohnung in der Nähe von seinem Arbeitsplatz will, hat die Liegenschaft für 1 Million gekauft und zu einem grossen Teil Eigenbedarf angemeldet. Den heutigen Bewohner hat man gekündigt. Die Stadt hat die Aushöhlung von dem Haus bewilligt. Der jetzige Besitzer will hinter der alten Fassade einen Neubau aufstellen, der noch mal etwa 1,5 Millionen kosten soll. Ein anderer Fall ist das Haus zur Glocke an der Rösligasse. Auch dort ist der Abbruch von der Stadt aus bewilligt. Der Altbesitzer will teure Eigentumswohnungen machen.
Bewohner von beiden Häusern haben gestützt auf das kantonale Wohnerhaltungsgesetz Rekurs eingegeben. Sie wehren sich gegen die Abbruchbewilligungen. Das geht nicht nur um das Haus, sondern um viele, viele Häuser, die in der Altstadt, wenn sie spazieren, am Abend überall da starten Kranen, dort starten Kranen. Das sind alles Häuser, die ausgehöhlt worden sind. Und das, was erbaut, erstanden ist vor Jahrhunderten, das weiß man überhaupt einmal nicht mehr, wie es ausgesehen hat. Man sieht nur noch die Fassade, man weiß nicht mehr, wie ist so ein Haus organisch innen durchgewachsen. Wenn Sie sehen, zum Beispiel die Küche bei uns, die hat 4 Fenster. Das ist so etwas Wunderbares. Oder auch hier haben wir 3 Fenster. Es hat Luft drin, es hat Leben drin, man kann sich frei bewegen. Frau Huck wohnt mit ihrem Pflegesohn seit bald 3 Jahren hier drin. Mit Freunden zusammen haben sie die Wohnung renoviert. Man hat Balken rausgeholt. Da im Gang ist noch eine gotische Säule zum Vorschein gekommen. In der Küche hat man auch noch selber ein Bad eingebaut. Aber man hat es dann im halbfertigen Zustand lassen, wo die Kündigung gekommen ist. Der Frau Huck tut es zwar leid, dass sie aus dieser Wohnung raus muss, aber sie wehrt sich nicht nur darum. Es geht überhaupt um die Zürcher Altstadt. Es geht nicht nur um das Haus, sondern um das, was in Zukunft wird passieren. Wenn das so weitergeht, werden wir überhaupt alles zerstören, was einmal mit viel Liebe von Generationen vor uns gebaut worden ist. Und da sind wir in Stockhöcher. Auch da haben die Bewohner viel selber gemacht. Es gibt Gutachten von Architekten, die zeigen, dass man das, was am Haus noch instand gestellt werden müsste, zu einem vernünftigen Preis machen könnte. Da und an der Peterhofstadt. Aber von den Wohnungen selber kann man sicher nicht sagen, wie zum Teil argumentiert wird, sie entsprechen in keiner Weise den heutigen Ansprüchen. Wir Bewohner von diesem Haus haben nie das Gefühl gehabt, dass der Komfort nicht genügen würde. Natürlich ist es ein subjektives Gefühl, das man hat, ob ein Komfort täglich genügen oder nicht. Aber es ist doch so, dass wenn man in die Wohnungen kommt, hat man das Gefühl, dass eine spezielle Wohnlichkeit ausstrahlen. Und es ist, wir geben zu, dass der Dachstock zum Beispiel, das Stegenhaus, die Fassaden müssen zum Teil renoviert werden. Aber es ist ja ganz typisch, dass, wenn man nachher in die Wohnungen hineinkommt, dass die in einem sehr guten Zustand sind. Der Grund dazu ist ganz einfach. Die Wohnungen sind immer renoviert worden von den Mietern selber. Man hat gestrichen, man hat Sachen ausbessert. Der Dachstock hingegen und das Stegenhaus und die Fassade, das wäre ja Sache vom Eigentümer gewesen, vom alten Eigentümer, die zu renovieren und etwas zu machen. Und das ist nie passiert. Und es stellt sich die Frage, ob man nicht Eigentümer dazu zwingen sollte, dass sie auch zu ihren Häusern können oder müssen schauen können. Das kann man eben nicht. Aber die Stadt Zürich steht unter dem kantonalen Wohnerhaltungsgesetz, das preisgünstige Familienwohnungen erhalten sollte. Bei beiden Häusern kommt der geplante Neubau zu teuer. Er übersteigt die Grenzen des preisgünstigen Wohnungsbaus. Bei der Peterhofstadt 9 sagt man von der Stadt aus, die Liegenschaft hege wegen ihrer bevorzugten Lage in der Altstadt bereits einen so einen hohen Liebhaberwert, der einen preisgünstigen Wohnungsbau ausschlüsse. Wir haben die Frage, ob die Stadt da mit ihren Abbruchbewilligungen nicht einfach das kantonale Wohnerhaltungsgesetz umgangen hat, dem Kantonsrat Leonhard 5 Schilling gestellt. Meiner Ansicht nach ist das Wohnerhaltungsgesetz in diesen beiden Fällen, übrigens auch noch in anderen Fällen in der Altstadt, eindeutig verletzt worden. Es ist in verschiedenen Punkten extrem zu Ungunsten der Bewohner und auch im Widerspruch zum öffentlichen Interesse an der Erhaltung von preisgünstigem Wohnraum interpretiert worden. Das Gesetz gibt ja der Baubewilligungsbehörde von der Stadt Zürich, also der Bausektion 2, die Möglichkeit, Abbrüche zu verhindern in all diesen Fällen, wo
sie es aufgrund des Gesetzes nicht müssen bewilligen. Und es ist eine Tendenz festzustellen, dass im Widerspruch zu den Zielsetzungen von dem Wohnschutzgesetz halt in sehr vielen Fällen zu Ungunsten von der Erhaltung von diesen Häusern entschieden wird. Preisgünstige Wohnungen verschwinden also trotz dem Gesetz immer mehr. Die Bevölkerung in der Altstadt ist in den letzten 20 Jahren um die Hälfte zurückgegangen, weil bei den Häusern an der Rössligasse und an der Peterhofstadt noch Rekursverfahren hängig sind. Hat der politisch Verantwortliche für die Abbruchbewilligungen in der Stadt Zürich, der Stadtrat Frech, zu diesen beiden Fällen keine Stellung nehmen können. Wir konnten darum nur ganz allgemein die Frage stellen. Trifft der Vorwurf aus Ihrer Sicht zu, das Wohnerhaltungsgesetz sei in verschiedenen Fällen in der Altstadt eindeutig verletzt worden? Das kantonale Gesetz zur Erhaltung von Familienwohnungen wird in der ganzen Stadt Zürich angewendet, damit selbstverständlich auch in der Altstadt. Wenn der Vorwurf sollte erhoben werden, dass wir nicht konsequent das würden anwenden, dann sicher in Unkenntnis des Gesetzes. Wir haben Vorschriften, die uns zwingen, eine Bewilligung zu erteilen für einen Umbau. Und andere erlauben uns, eine Bewilligung zu erteilen. Und dort, wo es im Ermessen liegt, da gibt es natürlich Diskussionen. Über das Ermessen kann man immer diskutieren. Wird das Ermessen nicht doch sehr zugunsten des Abbruchwilligen ausgelegt, wenn man so die Entwicklung in den letzten paar Jahren in der Altstadt anschaut? Nein. Erstens hat der Hauseigentümer selber die Möglichkeit, eine Einsprache zu machen, wenn er mit dem Entscheid von der Bausektion nicht einverstanden ist. Zweitens, was noch wichtiger ist, kann jeder Mieter, der einen Mietvertrag hat, kann den Entscheid weiterleiten und kann dort sein Recht fordern. Aber die meisten Einsprachen und Rekurs von Mietern haben zu nichts anderem geführt als zu einer Bestätigung der Abbruchbewilligungen. Und wenn kein Rekurs gemacht wird, wer nimmt denn das öffentliche Interesse an der Erhaltung von preisgünstigem Wohnraum wahr? Das öffentliche Interesse liegt einerseits im Gesetz, andererseits aber nimmt die Stadt selber wahr, indem sie ihre Häuser, und sie hat sehr viele Häuser in der Altstadt, selber mustergültig im Stand halten, indem sie nur renoviert, die meisten nur renoviert, abrollt, wie wir sagen, und sehr wenig von ihren Häusern aushöhlt und neue Wohnungen baut. Damit bleiben die Wohnungen preisgünstig, die alten Bewohner können wieder einziehen. Der Stadt ist es also möglich, was Privaten nicht möglich ist. Aber wäre es nicht auch wichtig, dass man die private Spekulation irgendwie eindämmen könnte? Das wäre sehr wichtig. Leider haben wir rechtlich keine oder ganz wenige Möglichkeiten. Denn wir können keine Vorschriften machen, wie ein Hauseigentümer sein Haus muss umbauen muss, in welchem Standard das eine Wohnung eingerichtet wird. Wie einem privaten Hauseigentümer seine Mietwohnung umbauen will, steht der Mann scheinend doch frei. Bei der Rössligasse 5 hat das Verwaltungsgericht allerdings vor kurzem auf Rekurs der Mieter hier entschieden, der ganze Fall müsse noch mal neu untersucht und neu entschieden werden. Die Frage, ob die Rössligasse 5 wirklich abgerissen werden darf, ist also immer noch hängig. Aber die Stadt hat schon wieder die nächste Abbruchbewilligung gegeben. Im Haus zum Paradiesvogel an der Kirchgasse will eine Immobiliengesellschaft Luxuswohnungen bauen.